So, jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich reagiere heute wieder auf den neuen Fortnite-Shop, der kommt auch schon in wenigen Sekunden raus. Falls ihr also nicht mehr verpassen wollt, wie ich hier jeden Morgen mir den neuen Shop anschaue und falls ihr keine neuen Skins hier mehr verpassen wollt, dann unbedingt jetzt kurz runterscrollen und auf Abonnieren klicken und diese kleine Glocke daneben anklicken. Dann bekommt ihr mal morgens eine Benachrichtigung, was so Neues im Shop drin ist. Lohnt sich also, die Glocke zu aktivieren. Dies, das, ihr kennt das ja. Schauen wir jetzt erstmal, was so Neues in den Shop reinkommt. Let's go. Und oh, der Eiswaffe-Skin ist wieder drin, rote Ritterin und ein neuer Emote. Ja, okay, schaut ganz cool aus. Ich würde sagen, dann fangen wir, bevor wir anfangen, ich wollte noch schnell das Gewinnspiel von gestern auflösen. Da hatte ich ja wieder 1000 V-Bucks an euch verschenkt. By the way, nochmal danke an jeden, der mich auch als Creator supportet, denn nur dadurch kann ich das überhaupt machen, dieses ganze Gewinnspiel hier. Denn ich nutze das Creator-Programm ja, um euch was zurückzugeben. Also, falls ihr auch immer hier diese ganzen Gewinnspiele weiterhin haben wollt, einfach dort Snoxy als Creator eintragen, weil ich möchte halt meiner Community damit was zurückgeben. Also ja, unbedingt Creator-Code Snoxy benutzen. Und der Gewinner von gestern ist der liebe Gaming Dennis LP. Herzlichen Glückwunsch an dich. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit dem heutigen Fortnite-Shop. Erstmal mit der roten Ritterin. Richtig geiler Skin, Leute. Unglaublich geiler Skin, kann ich auf jeden Fall empfehlen. So gut wie jeder Spieler sollte diesen Skin eigentlich haben. Ich finde halt, der Backpack, dieses Schild ist einfach das Niceste. Entweder dieses Schild oder dieses Eisschild. Richtig, richtig geil. Dazu gibt es eine Hacke. Die finde ich ja nicht so geil. Karmesin-Hacke. Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ist in Ordnung. Dann haben wir den Eiswaffe-Skin wieder drin. Der ein ziemlich geiles Easter Egg hat, sage ich mal. Und zwar, der Backpack ist reaktiv. Auch, oh, er steht da. Leute, sie haben es geupdatet. Nice, okay. Als der rauskam, stand nämlich nicht da, dass der reaktiv ist. Denn, für die Leute, die das noch nicht wissen, ich hatte extra ein Video mal zugemacht, dieses Eis hier, das fühlt sich auf, je mehr HP man hat. Also, wenn man quasi volles Leben hat, ist das Eis so groß. Wenn man tot ist oder halt nur ein HP hat, dann ist das Eis ganz, ganz klein, dann sieht man es kaum noch. Das ist ein ziemlich cooles Easter Egg. Also, ja, der ist auf jeden Fall reaktiv. Dazu gibt es dieses Eis, was so ein Nebeleffekt hier hat. Der Sound dazu ist auch ganz nice. Und der Gleiter, genau, wir haben noch einen Gleiter, der Waffeleisflieger, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Kommen wir jetzt schon zur rechten Seite. Da haben wir erstmal hier diese zwei Sanitäter-Items drin. Erstmal den Trite Trooper. Ein bisschen dick, ich finde, mit den ganzen Taschen ist er mir so ein bisschen zu fett. Das spielt sich, finde ich, nicht so gut, deswegen würde ich den eher nicht empfehlen. Lebenserhaltung fand ich jetzt auch nicht so geil. Habe ich mir jetzt auch nicht geholt. Dann haben wir noch den Briesler drin. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Schnorchelobst dagegen ist richtig geil. Auch ein absolut heftiger Skin. Habe ich früher fast dauerhaft drin gehabt. Also den habe ich so häufig gespielt. Kann ihn immer noch extrem empfehlen. Und dann haben wir das quasi Highlight des heutigen Tages. Und zwar einen neuen Emote. Er heißt Ausgefallen und kostet 500 V-Bucks. Und wir hören ihn uns direkt mal an. Oh, es ist ein Fortbewegungs-Emote. Nice. Ja, der Emote selbst ist jetzt nicht der krasseste, aber diese Fortbewegungs-Emotes sind einfach richtig geil, dass man sich damit halt quasi in-game, auch wenn man emotet, fortbewegen kann. Ja, und das ist eine richtig geile Sache. Also, den werde ich mir auf jeden Fall hier gönnen. Ja, cooler neuer Emote, gefällt mir auf jeden Fall. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie viele Punkte ihr dem Emote geben würdet, von 0 bis 10, und ob ihr euch ihn holen werdet. Und wenn, natürlich gerne mit dem Creator-Code Snoxy, wie gesagt. Wenn ihr mich da unterstützen wollt und die ganzen Gewinnspiele, gerne meinen Creator-Code benutzen. Und dann kommen wir noch zum letzten Slot des heutigen Tages, der Sträuße-Lackierung. Ich feiere sie leider gar nicht. Ich meine, Geschmäcker sind ja da verschieden, aber ich fand sie jetzt eher nicht so geil. Die Magma-Lackierung zum Beispiel ist so Welten besser. Da würde ich die V-Bucks hierfür wahrscheinlich eher sparen. Das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie immer, wenn ihr das Video hier gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Mal schauen, vielleicht haben wir heute wieder die 3000 Likes. Auf die Endcard blende ich euch noch mein Video von vorgestern ein. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, da ging es um das neue Respawn-System, was jetzt bald kommen wird, dass das zum Beispiel so Startwaffen haben wird. Und falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, unbedingt mal jetzt hier draufklicken. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dort. Bis dann, macht's gut und rein. Tschüss.